DraftTech 7 ist literally zu Ende. Kann ich nichts mehr für machen. Schade. DraftTech 8 wird lustig, aber 8 nehme ich mir vielleicht ein kleineres Haus, dass ich nicht in die Bedrulle komme, mein Haus später nicht fertigzustellen. Ich guck mal, mit wem ich zusammen eine Base. Ich glaube, ich baue lieber mit jemandem zusammen eine Base. Das ist besser, als alleine zu bauen. Mal gucken, ob Janus oder ob Kroko oder vielleicht nochmal jemand anderes. Ah, es muss jemand sein, der zuverlässig ist. Janus ist zuverlässig, Kroko weiß ich nicht. Doch, der müsste auch zuverlässig sein. Ja, Kevin ist auch, glaube ich. Der wird ja auch reinhauen. Nur das Problem, was ich dabei Kevin habe, ist, dass Kevin immer sehr im Gefecht mit dabei ist. Und ich habe keinen Bock, dass das, was ich in Craft Attack baue, am Ende kaputt gemacht wird. Ich sage schon mal jetzt, derjenige, der sich in meine Base... Ich werde dieses Jahr bei Craft Attack, glaube ich, ein bisschen mehr auf Fallen setzen. Und vielleicht ein bisschen mehr auf Rätsel oder so, muss ich mir was überlegen. Spark ist Einzelgänger. Das ist schade, aber gerne würde ich mit ihm eine Base bauen. Aber ich glaube, Spark wird dieses Jahr auch wieder alleine was machen. Ich finde das Einzelgänger nicht so cool. Für mich ist das... Ich habe gemerkt, das ist nichts. Klim ist nicht schlecht, aber Klim wird wahrscheinlich auch lieber alleine bauen wollen. Man muss sich ja irgendwie auch... Ne? Es ist schwierig. Mit Petrit werde ich ganz bestimmt keine Base bauen. Early Boy baut ja eh keine Base. Blizzard, wenn er dabei ist, wäre möglich, aber ich weiß nicht. Was cool wäre, wenn RGB bei Craft Attack mitmachen könnte. Das wäre lustig. Das, glaube ich, wäre wirklich lustig. Items, glaube ich, wird dieses Jahr gar nicht Craft Attack mitmachen. Obwohl ich es gerne hätte. Revi wird mit mir keine Base bauen. Da kann ich schon jetzt sagen, dafür ist Revi... Dafür spielt Regi... Er spielt in einer anderen Liga. Da kann ich nicht mithalten, werde ich auch nicht mithalten. Das ist... Ich bin kein beruflicher YouTuber, ich will in dieser Liga auch nicht mitmachen. Deshalb meide ich auch diese Liga. Das heißt nicht, dass ich Revi schlecht finde. Ganz im Gegenteil, ich finde ihn ziemlich cool sogar, aber... Auch Trimax und so, ich werde wahrscheinlich versuchen, den so ein bisschen bei Craft Attack aus dem Weg zu gehen. Beziehungsweise ich werde denen helfen, wenn die Probleme haben, aber viel zusammenmachen möchte ich mit denen nicht, weil ich gemerkt habe, dass erstens das eine Klasse ist, in der ich nicht mitspielen möchte. Vom Niveau her sage ich jetzt nichts dazu, weil das sage ich jetzt ganz offen. Basti GAG will, glaube ich, nichts mit mir zusammen machen, wenn ich so den Metatext richtig lese. Fabo will zu Basti GAG gehen. Basti zockt, weiß ich nicht. Not Colin hatte ich irgendwie nicht. Das hat ja nicht so gut mit dem Casino geklappt. Da gab es auch am Ende Ärger. Wie heißt denn der andere Typ nochmal, der so ein bisschen crazy drauf ist, aber der diese Slime Base gebaut hat? Wie heißt dieser Typ nochmal, der die Slime Base gebaut hat? Da diese große, das Geheimlabor. Stegi? Nein, das war es noch nicht Stegi. Das war. Dena wird wahrscheinlich für 10 Minuten reingucken, einmal Hallo sagen und das war's. Deshalb können wir mit dem auch keine Base bauen. Rotpilz wäre eine Überlegung wert, mit dem was zu machen. Ich kann ihn aber nicht einschätzen, auch von der Zuverlässigkeit her. Revit oder Revit, Reeft. Ich weiß immer, bis heute habe ich noch nicht verstanden, wenn der Name richtig ausspielt. Spricht, keine Ahnung. Ich glaube, sie ist auch eine Sie, ne? Ja, ist eine Sie. Will wahrscheinlich nichts mit mir jetzt machen. Last Let's Play ist, glaube ich, auch jemand, der lieber alleine baut. Also, es ist schwer. Es ist Craft Attack. Wisst ihr, was lächerlich an Craft Attack ist? Craft Attack ist in meinen Augen... Einerseits das geilste YouTuber-Projekt, was Deutschland zu bieten hat, und auf der anderen Seite das dümmste YouTuber-Projekt, was Deutschland zu bieten hat. Weil es angeblich darum geht, dass viele YouTuber zusammen gemeinsam... Nein, dass viele YouTuber zusammenkommen und gemeinsam etwas machen. Das ist ein schlechter Witz, Leute. Es ist ein wirklich schlechter Witz. Denn gemeinsam gibt es bei Craft Attack nicht. Craft Attack ist eigentlich so, dass jeder für sich alleine arbeitet. Jeder kocht sein eigenes Süppchen, jeder macht was für sich alleine. Kev ist ein cooler Typ, aber ich glaube, der hat auch keinen Bock mit mir was zu machen. Ich habe ihm letztes Jahr in Craft Attack 15 Mal meine Hilfe angeboten und es kam keine Antwort. Paluten kenne ich nicht, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Gaming Guides, kommt drauf an, wie viel er mitmacht. Der ist ein cooler Typ. Wir haben mit ihm mal bei diesem Mystery-Projekt, was war das nochmal? Dieses Vampir-Projekt, da haben wir mit Gaming Guides zusammen was gemacht. Das war nicht schlecht, aber ich weiß, ich kann nicht einschätzen, wie viel Gaming... Also, bei Craft Attack gibt es... drei Typen von YouTubern, die mitmachen. Typ Nummer 1 sind die Hype-YouTuber, die für 20, 30 Minuten bei Craft Attack dabei sind, nur um einmal diese Zuschauer-Hype-Welle auszunutzen. Die machen 2, 3 Folgen und dann ist gut. Dann ist es zu Ende. Mehr passiert nicht auf dem Kanal. Typ Nummer 2 sind die, ich koche meine eigene Suppe und habe keinen Bock, dass jemand anderes das mitmacht, aber ich möchte gerne angeben, was ich kann und baue deshalb verrückte, große Sachen. Lass mich aber auf keine Partnerschaft mit jemand anderem ein. Ich habe keinen Bock, was anderes zu machen. YouTuber, die dann schon bei Craft Attack ziemlich reingrinden, sehr viel machen, aber sehr wenig mit anderen machen. Und dann gibt es die Dritten, die so in meine Richtung geht.
die versuchen wollen, mit möglichst vielen Leuten gemeinsam zusammenzuarbeiten und irgendwie versuchen, einfach mal Teamwork spielen zu lassen und einfach mal das gemeinsam spielen versuchen hinzukriegen. Das Problem ist, von der letzten Sorte gibt es in meinen Augen nicht viele, was ja schade ist. Denn die meisten tendieren zu 2 und zu 1. Ich glaube, wenn, dann kommt G-Time in Frage. Wenn, dann kommt, also wenn RGB mitmacht, würde ich, also RGB, Blisser, Janus, Kroko, G-Time. Das wären so die Kandidaten, die wahrscheinlich so draus sind. Es gibt immer wieder kleinere Partnerschaften. Das ist immer. Das Problem ist, ich finde, bei Craft Attack sollte sich jeder Mitspieler darauf einlassen, mal mit anderen was zu machen. Egal wie groß sie sind und egal wie gut sie sind. Ich habe mich auf alle eingelassen, Leute. Ich habe mich sogar auf Excel eingelassen. Es ist mir nämlich egal, was für ein Es ist mir egal, wer da mitmacht, welche Vorgeschichte die Person hat. In meinen Augen sind das alles coole Leute. Spark und Klim sind nett und ich mag sie gerne, aber ich glaube, die werden für sich alleine spielen. Es ist schwer. Das Problem ist, dass Spark und Klim zu viel machen. Ich kann auf diesem Niveau auch nicht mithalten. Ich habe die Zeit nicht. Spark ist ja hauptberuflicher YouTuber, das heißt, er kann von morgens bis abends am Computer sitzen und bei Craft Attack Sachen bauen. Das, Leute, kann ich nicht. Ich bin Student und ich werde als Lehrer arbeiten zu der Zeit wahrscheinlich. Ich habe abends mal Zeit, einen Stream zu machen, vielleicht ein Video zu machen, vielleicht mal einen Zeitraffer zu machen. Das war's, ich habe nicht viel Zeit. Deswegen muss ich mir jemanden suchen, der in einer ähnlichen Zeitliga spielt wie ich. Und um ehrlich zu sein, kommen da eigentlich nur Blizzor, Janus, Kroko und RGB in Frage. Denn die arbeiten, / studieren auch nebenbei und haben ein ähnliches Zeitkontingent wie ich, Zeitfenster wie ich, und sie sind im Denkschema ähnlich. Wobei, mit Blizzor direkt habe ich ja noch nichts. Doch, wir hatten mal in Sky Factory was gemacht. Also, Dream Team wäre in meinen Augen Janus, RGB und ich. Das wäre ein Dream Team. Zu dritt eine Base, ich glaube, das könnte sehr produktiv werden. Zinus ist, glaube ich, jemand, der sehr gut bauen kann, aber auch es vorzieht, alleine zu bauen. Spark kooperiert, ja, aber eher mit Leuten, die mehr Zeit haben als andere. Das ist eine sehr, sehr, sehr explosive Mischung bei Craft Attack. Und dann gibt es nochmal was anderes bei Craft Attack. Es gibt so zwei Fronten. Es gibt einmal die, also bei Craft Attack gibt es da noch zwei Arten an Spielern. Und zwar einmal die, drei Arten an Spielern. Es gibt einmal die Teamplayer, die sagen, ey, ich helfe und unterstütze und tue, wo ich kann. Ich suche die Gruppe, die Kommunikation, die Partnerschaft mit anderen. Dann gibt es die Neutralen, die gar nichts machen. Und dann gibt es die Fronter, die konfrontieren. Das heißt, die quasi nur auf Beef und nur auf Content, die nur auf Konfrontation aus sind. So, das ist schwierig. Das ist eine sehr interessante Mischung. Deshalb, wie gesagt, wisst ihr, was passieren wird? Ich werde mir keine Überlegungen zu Craft Attack machen. Letztes Jahr bin ich mit den Grundsätzen rangegangen, mir ein bisschen Überlegungen zu machen, was ich machen möchte und so. Dieses Jahr mache ich das nicht. Ich warte den Start des Projektes an. Ich werde vielleicht einmal freundlich in die Kamera winken in der Massenaufnahme am Anfang. Aber ich überlege sogar, ob ich vielleicht diesen ganzen Anfangsteil skippe. Denn, mal Real Talk, wir wissen, wie der erste Tag Craft Attack aussieht. Das Projekt startet, ja. Und am ersten Tag werden alle hauptberuflichen YouTuber einen 24-Stunden-Livestream machen. Weil die Viewer sind am meisten, die Klicks sind am meisten. Die werden Videos raushauen, peng, 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 peng. Dagegen komm ich nicht an, dagegen bin ich eine kleine Nummer, Leute. Deswegen auch der ganze Start, das Anfang, ne? Alle starten, suchen sich erstmal eine Base, dann gibt es Gekeife, Gefetze. Und dann passiert ja erstmal eh nichts, weil alle sind auf Diamantensuche, ausstarten. Und dann geht es darum, welcher Spieler als erstes die OP-Diamantenrüstung hat und so. Deshalb, ich glaube, mein Start in Craft Attack wird dieses Jahr vielleicht ohne YouTube und ohne Twitch sein. Das live zu streamen brauche ich nicht, Leute. Ich glaube, auf Twitch werdet ihr vom ersten Start bei Craft Attack werdet ihr von so ziemlich 80% aller Teilnehmer bei Craft Attack einen Livestream haben, wie ihr nur am Farmen seid. Die ganze Zeit unten in der Mine abbauen. Eigentlich bolle langweilig, aber es ist Craft Attack, deshalb gebt ihr euch das. Ja? Und ganz ehrlich, da muss ich nicht mitmachen. Da nehme ich mir ein schickes Hörbuch, ja? Die Leiden des jungen Werthers von Goethe, höre ich mir gerade an. Das Hörbuch diesmal. Das nehme ich mir, mach mal ein bisschen mein Mining in Ruhe,
starte mich erstmal in Ruhe aus und starte ganz in Ruhe. Und ich glaube, ich werde dieses Jahr dann auch eher erstmal versuchen, passiv ein bisschen was zu machen. Es wäre schön, wenn ich es schaffe, mit Janus und RGB vielleicht ein bisschen was zu machen. Ich werde RGB auf jeden Fall für Craft Attack voten. Und dann gucken wir mal, der Rest entwickelt sich von alleine. Du kannst nicht planen, was da passiert, ja? Dann kommt plötzlich Revi, hat irgendeine Frage oder irgendein technisches Ding und dann machen wir das. Und dann wird es auch lustig. Ich glaube, dass Craft Attack, da kannst du nichts planen, Leute. Man muss es einfach passieren lassen. Katze will dem Ganzen aus dem Weg gehen. Und ganz ehrlich, ich kann das total verstehen, warum Katze das machen möchte. Noch macht mir Craft Attack Spaß. Aber ich glaube, wenn bei Craft Attack so weitergeht, ich weiß es nicht, Leute. Craft Attack. Weiß nicht, ob ich es mögen soll oder hassen soll. Kann mich da auch. Ich sage mir jedes Jahr, eigentlich sollte ich mit Craft Attack aufhören, aber ich höre dann doch nicht auf. Weil der Hype viel zu geil ist.